Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich alle herzlich willkommen. Heute verfahren wir nach dem Motto: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In den nächsten 2 Stunden arbeiten wir zum Thema Medienkritik. Nach einer kurzen Pause können Sie dann hier ab 17 Uhr in diesem Raum die Verleihung der Otto-Brenner-Preise für kritischen Journalismus 2011 genießen. Verehrte Gäste, im Titel der Veranstaltung fragen wir, ob Medienkritiker einsame Rufer sind oder zahnlose Tiger. Andere sehen in ihnen zentrale Randpersonen im Mediengeschäft. Manche sprechen vom Elend oder gar vom Versagen der Medienkritik. Wir haben Bernd Gäbler, laut Stern, der Beckenbauer der Medienkritik und Autor der vielbeachteten Talkshow-Studie der Otto-Brenner-Stiftung, gebeten, zum Thema des heutigen Tages eine kleine Studie vorzulegen. Seine aktuelle Bestandsaufnahme liegt den Diskutanten vor und ist auch für alle Interessierten draußen am Bücherstand der Otto-Brenner-Stiftung zu haben. Ich möchte Ihnen zur Einstimmung 3 kleine Geschichten erzählen. Die Geschichten geben keine Antwort auf das Fragezeichen der Veranstaltung. Sie zeigen sicher auch nicht alle Ausschnitte unseres Themas. Aber sie können einen Eindruck vermitteln von dem, was heute hier zur Diskussion steht. Die erste Geschichte geht so: Anfang April erschien auf der Medienseite der Süddeutschen Zeitung eine Vorabrezension der Otto-Brenner-Studie über die Bild-Zeitung. Hans Leyendecker, der Autor des SZ-Beitrages, ordnete die Studie in die lange Reihe der Bildkritik ein, lobte Neues am Forschungsansatz, wägte Stärken und Schwächen ab und kam insgesamt zu einer ersten fairen Deutung, so zumindest die Einschätzung von Autoren und Stiftungen. So weit, so gut, das dachten auch wir. Kaum war die SZ an diesem Tag erschienen, gab es auch schon erste Meldungen, Berichte und weitere Beiträge zur Bildstudie. Das Verblüffende: die Studie war bis dahin noch gar nicht erschienen. Unsere Webseite www.bildstudie.de mit weiteren Infos noch gar nicht freigeschaltet. Es heißt ja gelegentlich, Medienkritiker schrieben nur für Medienkritiker. Mein Eindruck ist, sie scheinen gelegentlich auch noch voneinander abzuschreiben. Gute Medienkritik sieht anders aus. Medienkritiker sollten mehr Ehrgeiz haben, als nur für Medienkritiker zu schreiben oder sich mit der Deutung eines Kollegen zu befassen. Meine zweite Geschichte geht so: Noch bevor die Johanna-Quandt-Stiftung offiziell die Träger des Herbert-Quandt-Medienpreises 2011 bekannt gab, verkündete Bild Online bereits die Meldung. Zitat: Bild-Redakteure erhalten für Griechenland-Story Journalistenpreis. Wir rieben uns erneut die Augen und wollten es erst gar nicht glauben. Bild bekommt einen renommierten und hochdotierten Journalistenpreis. Und das für eine Serie, die nicht nur die Otto-Brenner-Studie scharf kritisiert hat, sondern von der Michael Spreng, ehemals Chef von Bild am Sonntag, sie bewertete hart an der Grenze zur Volksverhetzung. Kaum war die Meldung von Bild im Umlauf, wurde die Entscheidung der Jury, in der 3 profilierte Leute vom Fach sitzen, scharf kritisiert. Allerdings nur in Blogs und durch Mediendienste im Netz. Aber dafür heftig, pointiert, sehr subjektiv, teilweise auch aggressiv, aber immer meinungsstark und überwiegend faktensicher. Die skandalöse Prämierung einer unsäglichen Bildberichterstattung und die ganzen Ungereimtheiten um den Quandt-Preis waren keiner einzigen großen deutschen Zeitung eine einzige Zeile wert. Hier hat sich meines Erachtens die Medienkritik in Deutschland einen Bärendienst erwiesen. Es gab, das füge ich gerne hinzu, eine Ausnahme. Nach der Preisverleihung erschien ein Standpunkt in einem Fachorgan. Im Medienmagazin war zu lesen, ich zitiere: Wie nie zuvor hat der Herbert-Quandt-Medienpreis journalistische und andere Gemüter bewegt, hat diese Auszeichnung irritiert und polarisiert. Auch mich hat diese Auszeichnung bewegt, ja geärgert. Sie sendet die falschen Signale. Sind Verallgemeinerungen guter Journalismus?
darf nationalistische Hetze auch noch prämiert werden. Autor des Artikels war Klaus Döring. Er ist seit 11 Jahren Chefredakteur der Deutschen Börsenzeitung. Der Vorgang wirft für mich einige Fragen auf. Erstens, warum ist auf den Medienseiten der großen Zeitungen so wenig Kritisches über andere Zeitungen zu lesen? Zweitens, haben Regionalzeitungen Beißhemmungen, wenn es etwa um Bild geht, weil sie das Springerblatt längst als Leitmedium akzeptiert haben? Drittens, gibt es bei Print eine Schere im Kopf, wenn es um wirtschaftliche Verflechtungen geht oder um finanzstarke Familien oder große Wirtschaftsunternehmen? Eines zeigt für mich diese Episode um den Quant-Medienpreis in jedem Fall. Die Defizite und Leerstellen der Medienkritik in den sogenannten traditionellen Medien schaffen Raum für neue Akteure, für innovative Konzepte und andere Formen im Netz. Spannend ist die Frage, ob dies mittelfristig nur eine mehr oder weniger sinnvolle Ergänzung darstellt oder ob sich Medienkritik gänzlich in Blogs und auf Medienseiten verflüchtigt. Dann droht, das dürfte sicher sein, die quantitative und qualitative Medienberichterstattung in Print und TV endgültig zu einer nur noch geduldeten Randerscheinung zu verkommen. Ich komme zu meiner dritten Geschichte. Anfang Juli erschien in Zusammenarbeit mit Netzwerk Recherche bei der Otto Brenner Stiftung eine Studie zum Informationsteil von TV-Programmen. Im Untertitel heißt die Studie »Interessant geht vor relevant«. Wir sollten bald erkennen, wie treffend er ist. Denn kaum war unsere Pressemitteilung zur Studie auf dem Markt und die ersten Exemplare der Studie ausgeliefert, reagierte auch schon das erste. Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, gab eine Pressemitteilung heraus, die schnell im Netz und auch breite Aufmerksamkeit erzielte. Die Botschaft war, Zitat, ARD weist Behauptungen der Otto-Brenner-Studie entschieden zurück. Das verblüffend Irritierende, keine der Behauptungen, die hier von der ARD offiziell und entschieden zurückgewiesen wurden, wurden in der Studie aufgestellt. Wir rieben uns erneut ein weiteres Mal die Augen und beobachteten 2 Tage lang verwundert das Treiben. Ergebnis? Die ARD-Meldung wurde fast immer wörtlich übernommen. Die Aussagen wurden offensichtlich nicht überprüft. Über die tatsächlichen Inhalte unserer Studie wurde nicht informiert. Wir wollten für Abhilfe sorgen und schrieben dann auf 2 Seiten zusammen, welche offiziellen Daten von ARD und ZDF in der Studie ausgewertet worden waren, was die wesentlichen Erkenntnisse sind, welche Entwicklungen sie kritisiert und welche konkreten Vorschläge in der Studie gemacht werden. Alles sachlich, nüchtern, an Fakten orientiert und zum konstruktiven Dialog bereit. Umso unglaublicher waren für uns die Reaktionen auf unsere Stellungnahmen. Nur 3 Kostproben aus Agenturmeldungen und Mediendiensten. Erstens, Brenner Stiftung kontert ARD-Programmchef Herres. Ich finde, das war okay. Das war ja auch unser Ziel. Zweitens, Otto Brenner Stiftung legt im Krach mit ARD nach. Drittens, Herres Kritik, Stiftung keilt zurück. Die schnelle Meldung mit reißerischer Überschrift scheint zuweilen das Wichtigste zu sein. Wer macht eigentlich noch die Kernarbeit der ernsthaften Prüfung, der intensiven Recherche, der klugen Einordnung mit guter, klarer Haltung? Selbstverständlich versuchen die großen überregionalen Qualitätsblätter und auch einige Magazine mit ihren Medienseiten auch eigene Akzente zu setzen, Themen zu entdecken, Hintergründiges zu veröffentlichen. Dennoch bleiben Fragen. Erstens. Welche Ressourcen stellen die großen Agenturen für professionelle Medienkritik zur Verfügung? Zweitens, und wie sieht Medienkritik bei Regional- und Lokalzeitungen aus? Vermutlich führt die Medienkritik hier, wenn überhaupt, ein kümmerliches Schattendasein, das nur noch von den Privaten unterboten wird, die kein Format für Selbstreflexion und Medienkritik entwickelt haben. Medienkritiker gelten schnell als Nestbeschmutzer. Blick nach innen und Transparenz in der Medienwelt. Beides ist kaum gefragt und wird auch noch schlecht bezahlt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es also so, unterm Strich doch ganz schlecht bestellt um die Medienkritik bei uns. Wir wollen es genauer wissen.
und haben Medienkritiker und Fachleute eingeladen, uns ihre Sicht der Dinge zu erläutern, über Stärken und Schwächen der Medienkritik zu informieren, über Wirken und Versagen der Medienkritik zu diskutieren und so für uns alle schneisende Erkenntnis durch das Gestrüpp der Vermutungen zu schlagen. Ich danke Herrn Jacobs von der Süddeutschen Zeitung, dass er in das Thema einführt und unser Halbwissen mit Erkenntnissen des professionellen Akteurs bereichert. Und ich freue mich, dass wir Anja Reschke für die Moderation gewinnen konnten. Liebe Frau Reschke, lieber Herr Jacobs, herzlich willkommen bei der Otto Brenner Stiftung. Frau Reschke wird die weiteren Diskutanten später vorstellen und hat sich als Moderatorin von Panorama einen Namen gemacht. Sie arbeitet auch bei ZAP, dem aktuell einzigen TV-Medienmagazin. Auf der Webseite von ZAP heißt es, dass ihre Moderationen, Zitat, fast immer ins Schwarze treffen. Fast immer ins Schwarze treffen, angesichts der Sendetermine, morgen zum Beispiel kurz vor Mitternacht um 23.20 Uhr, ein Bild, das hoffentlich keine Rückschlüsse zulässt auf die Zuschauerzahlen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freue mich auf eine spannende Veranstaltung. Liebe Frau Reschke, Sie haben das Wort und treffen ins Schwarze. Dankeschön.